Bam, plötzlich hört die Musik auf. Hallo zusammen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Aber ich glaube nicht. Moment mal. Warum steht danach zu erfassendem Spiel wird gesucht? Das hat. Ah, jetzt ist es da. Okay. Hallo zusammen. Wie geht's euch so? Hallo Puzzles und Bolail und Slenderax und Mad Clyde. Hi zusammen. Hi Defender. Frankie Tanky. Und Olli und Pharrell. Und vielen, vielen Dank, Slenderax und Bolail, für die Synchronbits quasi, die ihr gerade gleichzeitig ins Glas geworfen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und das Knüttel. Achso, nee, das Knüttel war gestern. Verzeihung. Dankeschön, euch beiden. Hi, Andy, Melissa und Kathy. Und Dreadlex und der Simbo und Norbert und wie ihr alle heißt da draußen. Hallöchen. Wie geht's euch? Wir haben heute viel vor. Leute, ich freue mich drauf. Wir spielen jetzt als erstes, ihr seht schon im Hintergrund, die super skurrile und weirde Resident Evil 2 Game Boy Advance Demo. Da handelt es sich um ein Spiel, das quasi, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Damit aber auf jeden Fall von einem externen Entwicklungsstudio gemacht wurde, die Demo, und Capcom präsentiert wurde. Im Sinne von, guckt euch das mal an, wir könnten Resident Evil 2 auf den Game Boy Advance bringen. Und Capcom hat gesagt, weiß ich nicht, Digga. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das gerechtfertigt war von Capcom und wie gut oder schlecht das tatsächlich ist. Verzeihung. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, du bist vorgestern ohne meine Hilfe nicht verzweifelt. Hi, Vampire Girl. Wir haben es überstanden. Alles gut. Es war ja Zombie-Piraten-Girl da. Die hat für dich übernommen. Als übernatürliches Girl im Chat. So. So, ich habe jetzt vorher gerade noch ein bisschen Let's Plays von Resident Evil 2 aufgenommen. Da werden wir im nächsten Stream wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, weil Spielwechseln während des Streams ist unter Umständen ein bisschen doof, aber eventuell bringen wir quasi unseren Claire B-Run, nee, genau, beim nächsten Stream, nächsten Dienstag, werden wir unseren Claire B-Run beenden und den Claire A-Run starten. Peter, 1.213.134 ist jetzt ein Birdrider. Peter, Mögen über eine Tentakel Million. Die Tentakel der Tiefe mit dir sein. Dankeschön für dein Abo. Peter, 1.213.134. Meint ihr, es gibt wirklich so viele Peters auf der Welt? Könnte schon sein. Wenn man Peters mitrechnet, bestimmt, mindestens. Gibt es bestimmt mehr als 1.200.000, oder? Vielen Dank für deinen Sub. Sehr cool. Du bist auch schon so alt wie ich. Das neue Robocop ist klasse. Ja, ich habe es gestern schon gesagt. Ne, ich mag halt First-Person-Shooter nicht so gern. Deswegen huckt mich das jetzt nicht so. Aber ich werde es mir mal anschauen, wenn es irgendwie billiger wird oder im Game Pass landet oder sonst wie. Weil Robocop ist natürlich schon ziemlich cool. Kann man nichts sagen. Hab von dir viel übers Resident Evil-Universum gelernt. Danke dafür. Danke, dass du meine Videos guckst, Simbo. Freut mich sehr, dass sie dir gefallen. Moin, ich finde es so witzig, damals stand das Spiel auf dem Index und jetzt darf man das auf YouTube streamen. Welches meinst du denn? Resident Evil 2? Das war nur geschnitten. Also ich spiele die europäische Version, die auch bei uns erschienen ist. Ja, Mr. Z, es geht heute mit einem Bonus-Stream weiter. Wir machen nicht mit Resident Evil 2 weiter, sondern na, im Grunde schon mit Resident Evil 2. Ach, wisst ihr was? Lasst uns einfach mal reinstarten, oder? Dann seht ihr, wie crazy das wirklich ist. Ich habe es mal kurz gestartet und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich verstehe, warum Capcom skeptisch war bei dem Projekt. Ich bin zwar auf Arbeit, wollte aber unbedingt noch kurz reinschauen. Dankeschön, Wolf, freut mich sehr. Oder Wolf. Dir auch noch viel Spaß, wenn möglich, auf Arbeit. Seit 8000 Jahren Resident Evil Lore war mega und sehr interessant. Da überlege ich tatsächlich, ob man da mal eine neue Version machen könnte von dem Video. Finde ich auch. Ich hatte die US-Version. Die habe ich gemeint. Ja. Es gibt nur ein einziges Resident Evil Spiel, das wirklich indiziert ist in Deutschland.
immer noch auch leider, das ist einer von den beiden Lightgun-Shootern. Ich weiß immer nicht, ob es Darkside oder Umbrella Chronicles ist. Einer von beiden und den werde ich leider auch nicht streamen, weil das ist so eine rechtliche Grauzone. Da weiß keiner so genau, was jetzt da eigentlich los ist, ob jetzt der Stream wirklich Werbung ist und so weiter und so fort und ob das Streamen, auch wenn ich den Stream auf ab 18 stelle, ein Verbreiten der Inhalte an Jugendliche ist. Das könnte super problematisch sein. Viele machen das einfach. Ich will das Risiko aber nicht eingehen. Ne, viele haben ja zum Beispiel auch, wie der Andy von Screenfire, hat ja zum Beispiel auch seinen Firmensitz, glaube ich, in Irland oder sowas. Der muss sich dann mit sowas nicht beschäftigen. Aber ich bin ja in Deutschland angemeldet, mein Unternehmen. Deswegen ist das, mache ich lieber nicht leider. Das eine Spiel müssen wir leider auslassen. Okay, starten wir Resident Evil 2 für den Game Boy Advance. Resident Evil 2. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoons. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus. A mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated. For the Raccoon City Police Department's Special STARS unit immediately began investigation in the case was apparently closed. Thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Okay. Erstens ist das schon mal sehr laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. Und zweitens, Moment mal, ich bin aber heute auch wieder leise. Na, das hasse ich, wenn immer die Einstellungen zurückgesetzt werden. Und es ist schon mal sehr geil, dass in der Intro-Cutscene schon mal alles abgehackt ist, ne? Macht schon mal einen guten Eindruck. Und die Laufanimation von Leon ist schon mal geil. Warum haben wir eigentlich keinen Sound? Habe ich zu leise gemacht? Warte mal schnell. Nee. Ah, jetzt haben wir Sound. Plötzlich wieder. Okay, wir können uns anscheinend entscheiden, ob wir sehr lauten Sound oder gar keinen Sound haben. Du bist auch... Ja. Okay. Die Key-Animation ist super geil, oder? Das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. So ein bisschen Brust raus. Hey, irgendwie geht der gleichzeitig mit so einem strammen Brust raus, als hätte er einen Stock im Arsch, aber trotzdem super lässig, was seine Arme und Beine angeht. Der hat so einen sehr steifen Militärgang und einen sehr lässigen Gang irgendwie kombiniert. Er hat es geschafft. Leon hat es einfach geschafft. Okay. Wir haben schon mal keine Zombies. Aber ich muss sagen, erstens mal Sprachausgabe im Intro auf dem Game Boy Advance. Nicht schlecht, nicht selbstverständlich. Und die Hintergründe sehen für den Game Boy Advance nicht schlecht aus. Ich glaube, auf der Konsole hätte das unter Umständen richtig nice in winzig klein ausgesehen. Also optisch schon mal echt gut. Aber wir haben halt irgendwie einen Leon, der sehr weird läuft. Und keinen Sound, keine Musik und keine Gegner. Und das Feuer wird sehr schnell sehr leise, ne? Guck mal. Feuer! Kein Feuer. Naja. Es ist einfach nur der abends in Raccoon City Spaziergeh-Simulator, ne? Man hört förmlich die Grillen zirpen. Lol. Streife. Oh! Hier haben wir Gegner. Unsterbliche Gegner? Oder ziele ich so schlecht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die treffe überhaupt. Und warum sind die eigentlich blau? Oh! Wow! Das war dafür ziemlich gut. Das war dafür ein ziemlich cooles Trefferfeedback. Ey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich treffe sie nicht. Guck mal, ich treffe den hinteren, aber den vorderen nicht. Okay, ich glaube, der vordere hat keine Hitbox. Der ist irgendwie kaputt. Na schön. Lass uns mal schnell gucken ins Inventar oder so. Aha, guck, das sieht schon sehr originalgetreu aus. Die sehr dicken Ränder sind wahrscheinlich dafür da, dass man die Items auch wirklich sieht. Aha.
Wenn ich die Waffe ausrüste, schieße ich einfach trotzdem. Das ist dem Spiel egal. Ja, Messer ist auch eine Pistole. Okay, gibt auch keine Map und keine Pfeil und nichts. Ich habe auch unendlich Munition. Na gut, ist ja nur eine Demo, eine Technik-Demo. Gehen wir mal weiter. Yeah. Hey, guck mal, die Zombies. Ich glaube, die existieren immer nur auf einem Screen. Guckt, hier ist kein Zombie. Und dann gehe ich hier. Ups, und da sind beide wieder. Sogar der Tote ist wieder da. Und jetzt wieder weg. Also ich verstehe schon langsam, warum Capcom nicht so überzeugt war von diesem technischen Prototypen hier. Ja. Komm her. Hey, aber ich muss sagen, die Trefferanimationen gefallen mir. Wie die so machen. Ich will das nochmal. Ja, genau, steh nochmal auf. Machen wir nochmal. Achtung. Es ist leider auch immer gleich, aber die sehen gut aus. Es ist nicht alles schlecht an dem Ding hier. Candles Gunshop. Wie kann ich denn bitte... Okay, der ist nicht drin. Den haben wir jetzt geskippt quasi. Die Hintergründe sind auch noch nicht so gut, ne? Ich glitz schon manchmal irgendwie vor Objekte. Ja. Nee, ich muss sagen, ich glaube, optisch wäre das für den Gabbard Ones eigentlich ganz gut gewesen. Der Soundtrack ist auch toll. Das ist ein Scherz, weil es keinen gibt. Aber warum die blau sind? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ich verstehe irgendwie nicht... Ja, und so endet die Demo. Frag mich nicht, warum. Die haben nicht nur alle blaue Hosen, die haben blaue Haut. Ja, das war... Der zweite Bonus jetzt für die Resident Evil 2 Passage, das war die Game Boy Advance Version von Resident Evil 2. Die Demo. Starten wir es nochmal kurz, weil ich will Leon nochmal sehen, wie er mit seinem coolen Walk Richtung Kamera geht. Achtung. Ja, Spiel ist durchgespielt. Das war's für heute, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Yeah, er hat den Swag. Einfach vorbei. Ja, aber die sind ja auch ultra langsam. Die sind ja im Vergleich zur PlayStation-Version einfach stationär. Guckt euch das an, ich kann einfach weggehen vor denen. Kein Wunder, dass Leon so einen Swag hat, wenn die Zombies ihm so gar nichts können. Es ist wirklich der Spaziergeh-Simulator. Ich habe doch im letzten Stream gestern noch gesagt, wie gerne ich ein Spiel hätte, in dem er einfach Raccoon City erkunden kann. Ne? Da haben wir es. Das ist der Raccoon City Walking Simulator. Ich verstehe aber wirklich immer noch nicht, wie man Türen eigentlich öffnet. Ich drücke alles irgendwie. Und manchmal öffnet er die dann und manchmal nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Kendo, mach die Tür auf. Ich glaube, ich darf wirklich nichts, ja, man darf wirklich nichts anderes drücken. Nicht lenken, nicht auf Sprinten bleiben, nichts. Dann geht's. Ja, die G-Animation ist schon das Allergeilste einfach. Okay, sehr cool. Bestes Spiel ever. Ist vielleicht eine gute Entscheidung gewesen, das nicht. Ich habe das Gefühl, die haben schon auch mit krassen technischen Limitationen zu kämpfen gehabt, oder? Dass hier die Zombies wirklich nur auf einem Screen existieren können und dann im nächsten nicht mehr und so weiter. Vielleicht ist das auch den Limitationen der Game Boy Advance Hardware geschuldet, dass der sich das einfach nicht merken kann, wo Gegner sein sollten oder so. Vielleicht war auch das Team einfach nicht gut genug, aber...
man merkt schon, das Spiel hätte mit sehr viel Kompromissen erscheinen müssen, wahrscheinlich. Insofern war es einfach wahrscheinlich nicht umsetzbar. Na gut. Aber schön, dass wir das mal gespielt haben. Fand ich sehr interessant und sehr lustig. Oh, machen wir einen Speedrun? Jetzt bräuchte ich einen Timer. Ich glaube, das schaffen wir locker in unter einer Minute. Wenn ich die Türen öffnen kann. Wenn ich die Türen öffnen kann. Ich brauche mal eben schnell. Wartet mal. Den seht ihr jetzt nicht. Aber ich schwöre, dass ich keinen Blödsinn mache. Stoppuhr. Okay, wartet. Start. Start. Los geht's. Die Zeit läuft. Resident Evil 2 Demo Speedrun. Also Resident Evil 2 Game Boy Advance Tech Demo Speedrun. Any percent. Na super, ich glaube, den können wir schon mal neu starten. Das ist, aber hey, wahrscheinlich bin ich der Erste, der das mache. Also das wird ein Weltrekord. Easy. Okay, Achtung, vor die Tür nichts drücken. Genau, nur die Aktionstaste, dann geht's. Die Türsequenz kann man skippen. Das ist aber crazy. Von, na, das kann wiederum die PlayStation mit ihren CDs nicht. Stopp. Und wir haben 44 Sekunden. Ohne Zombie-Biss hätte ich das locker. Hey, das schaffen wir in unter 40. Ich versuch's nochmal. Einmal noch. Einmal machen wir jetzt noch einen Speedrun. Und dann gehen wir weiter zu Resident Evil 1.5. Achtung, haltet euch fest. Macht euch bereit. Reset. Start. A bizarre Tech-Demo is about to start. Okay, ich muss oben lang laufen, oder? Oder unten? Ich weiß nicht mehr, ich laufe unten. Unten war richtig, gut. So, schnell in die Kendo-Tür und weiter geht's. Nein, geh doch in die Tür. Also, wenn man die Street Fighter-Sequenz noch mitrechnet, dann haben wir jetzt 40 Sekunden, 54 Zehntel oder so. Oder Hundertstel. Hätte ich am Schluss die Tür nicht verkackt, ne? Wir wären wahrscheinlich unter 40 gekommen. Aber es ist Weltrekord, würde ich sagen. Verkünde ich jetzt einfach mal offiziell. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Nice. Ja, gut. Beenden wir das mal. Das war crazy.